Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer ganz neuen Minecraft-Mod mit mir, eurem Game Lego-Stein, dem Lukopa. Genau. Ja, wir befinden uns heute in einem Hotel und testen heute eine brandneue Schwierigkeit in Minecraft. Wir haben zum Beispiel den Creeper, der ab sofort unsichtbar wird, wenn er euch nähert. Das ist richtig abgefahren. Wir haben eine Spinne, die euch verlangsamt. Und das Gefährliche ist halt, dass sich der Creeper auf diese Spinne setzen kann. Und da haben sie quasi beide Effekte. Und das ist richtig böse. Ich möchte noch nicht allzu viel verraten, aber es wird ein ganz, ganz spannendes Abenteuer. Demnach sind wir eben gerade aufgewacht. Mein Magen hat sich gemeldet, denn ich habe Hunger. Selbst der Kühlschrank ist komplett leergefegt. Schaut euch das mal an. Guck mal, was ich im Kühlschrank gefunden habe. Dieser Keks schmeckt irgendwie komisch und macht merkwürdige Stimmen. Das wird jetzt richtig witzig. Wir werden jetzt einfach durch dieses Hotel laufen. Das ist ziemlich groß. Wir werden verschiedene Monster fragen, ob die vielleicht was zu essen für uns haben. Denn ganz ehrlich, wenn ich gleich keinen Kuchen bekomme, dann werde ich zum gelben Hulk und das will keiner. Hier haben wir die Frau Hexe. Vielleicht hat die was zu essen für uns. Hallöchen, ich habe Hunger. Hast du zufällig was zu essen für mich? Ah, du kannst mich doch nicht einfach mit Flaschen bewerfen. Was soll denn das? Aua, ey, das tut doch weh. Warum sind alte Frauen immer so gemein zu mir? Geh weg. Geh weg. Da. Was? LOL. Das ist nicht dein Ernst. Die Hexe hat 300 Fledermäuse gepupst. Das kommt davon, wenn man so viele verschiedene Sachen trinkt. Die ist einfach geplatzt. Das kannst du doch nicht machen. Du hast doch gar nicht Tschüss gesagt. Vor allen Dingen, die kann nicht nur Fledermäuse spawnen, sondern kann ganz neue Effekte euch verteilen. Kann sogar andere Gegner heilen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Das wird richtig böse. Ich glaube, die hat keinen Kuchen für uns. Ich komme nicht mehr aus der Tür raus. Die Fledermäuse blockieren den Weg. Lass mich raus. Weg. Da. Wisst ihr was? Wir vergessen einfach die Hexe. Wir werden jetzt einfach mal beim Nachbarn klingeln. Beim Herr Enderman. Der ist bestimmt viel netter. Der hat bestimmt was zu essen für uns. Hallöchen. Wieso rennt der direkt weg? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Hey, Mr. Enderman. Hast du zufällig was zu essen für mich? Hallo? Hey. Was? Der hat uns wegteleportiert. Warum? Ich habe den doch nur angestupst. Ach, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, Enderman. Was war das denn für eine Aktion? Schau mir gefälligst in die Augen, wenn ich mit dir... Rede. Herr Enderman. Herr Enderman, wo sind Sie hin? Hey, fass mich nicht an. Ich habe ein Schwert. Nein, das ist mein Schwert. Hör auf, mein Schwert wegzunehmen. Der klaut die ganze Zeit mein Schwert. Lass mich. Nein. Was soll das? Hier. Der schlägt mir das die ganze Zeit aus der Hand. Du kannst doch nicht einfach meine Items klauen. Jetzt ärgert die gelbe dicke Schildkröte nicht. Der Enderman hat meine Karotte angefasst. Das ist meine Karotte. Ich glaube, wir müssen zu härteren Mitteln greifen. Los, Pömpel, komm mit. Das kann nicht wahr sein. Ich pömpel dich. Aber wisst ihr was? Der Enderman ist mir egal. Wir werden jetzt einfach mal hier den Aufzug nutzen. Das wird jetzt richtig abgefahren. Fahren einfach mal nach unten, denn hier haben wir noch weitere Geschäfte. Wir haben Restaurants, wir haben eine ganz tolle Bibliothek und vor allen Dingen haben wir hier ein ganz großes Kino. Vielleicht finden wir dort altes Popcorn unter den Sitzen, was wir essen können. Ich habe Hunger. LOL, hier läuft sogar mein Lieblingsfilm. Moody Kuh. Der Film ist richtig cool. Den habe ich schon dreimal gesehen. Dann haben wir Harry Copper. Wir haben Logo der Käsefuß. Troll Wars 2 kommt leider viel zu selten. Schaut euch mal dieses Kino an. Das ist ja mal richtig cool. Hier sitzen sogar schon einige und schauen einen Film. Vor allen Dingen können wir sogar das Licht ausmachen, hier. Und wir können es direkt wieder anknipsen. Tada! Moment mal. Also so ein riesiges Popcorn habe ich ja noch nie gesehen. Ganz ehrlich, den werde ich mir holen. Den schnapp ich mir. Ich habe Hunger. Komm her, Popcorn. Ah! Was habe ich getan? Das ist kein 3D-Kino, das ist ein 4D-Kino. Mein Popcorn ist explodiert. Nein, ich wollte das doch noch essen. Ich glaube, wir müssen die Welt nochmal neu laden. Sekunde mal. Okay, man hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber der Gas kann ab sofort eine größere Explosion erzeugen. Und vor allen Dingen kann er TNT droppen. Das ist richtig abgefahren, wenn er quasi über euch so ein bisschen fliegt. Okay, pass auf, dann als nächstes versuchen wir mal unser Glück in der Bibliothek. Vielleicht finden wir ja dort irgendwas zu mampfen. Ich habe Hunger. Gibt es hier irgendwas zu essen? Kann ich vielleicht mit diesem Knopf hier was zu essen bestellen? Hallo, ich hätte gerne ein Happy Meal. Ah, das ist doch kein Happy Meal. Geh weg. Das ist ein Akro-Meal. Der Harry Potter hat da einfach eine Spinne gezaubert. Okay, schaut euch das mal an. Eine Spinne greift uns an. Wir haben Langsamkeit. Sie greift uns nochmal an. Langsamkeit 2, Langsamkeit 3, Langsamkeit 4. Und irgendwann werden Spinnenweben erzeugt. Das ist echt abgefahren. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr bewegen. Da ist ein Creeper auf einer Spinne. Nein. Ah. Was zur Hölle? Die haben Harry Copper getötet. Das ist nicht dein Ernst. Nicht schon wieder. Was ist das denn für eine miese Kombination? Vor allem wird der Creeper unsichtbar, wenn er euch nähert. Das geht doch nicht. Nochmal. Da ist eine Hexe auf einer Spinne. Das ist, glaube ich, der neueste Fidget Spinner. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Die Hexe ist auf der Spinne geplatzt. Da sind sogar Höhlenspinnen auf Spinnen. Das ist ja ekelhaft hier. Ich glaube, wir sollten mal weitergehen. Nicht, dass wir jetzt noch runterfallen oder so. Nein! Ah, nein, 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 geh weg, geh weg.
Was ist denn heute los? Das kann doch alles nicht wahr sein. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber wir haben hier hinten ein Restaurant und wenn die hier keinen Kuchen haben, dann schlage ich alles kurz und klein. Hallöchen, ich will was zu essen haben. Ihr habt keinen Kuchen? Das ist nicht dein Ernst. Siehst du dieses Blatt hier? So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt gib mir was zu essen oder ich explodiere. Ah, da ist ein Creeper. Das habe ich nicht so gemeint. Lass mich. Big Mac. Hier, nimm das Kind, aber lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah! Nein, da kommt der Nächste. Und noch einer. Nein. Und noch... Ah! So langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Ah! Mal hier. Guckt euch das mal an. Da wird einfach unsichtbar. Das kann nicht wahr sein. Was sind das für Creeper? Also da müsst ihr auf jeden Fall mal in der Küche mal nachhaken. Das kann doch nicht sein, dass die so einen explodierenden Spargel anbieten. Welcher Pappenheimer hat von euch den Creeper gespawnt und die ganzen Gäste kaputt gemacht? Wer? Und noch viel wichtiger. Habt ihr Kuchen? Ihr müsst doch irgendwo Kuchen haben. Ich will Kuchen. Oder muss ich Feuer unter eurem Hintern machen? Komm schon. Ah, nein. Nein, nein. Das kann nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Das Hotel brennt. Der Mob brennt. Ich brenne. Advent, Advent, der Kopper brennt. Geh weg. Geh weg. Pam. Alter. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Habt ihr das gesehen? Sobald man ein Blaze besiegt, dann explodiert er. Hat er einen Creeper gegessen oder was? Wir werden auf jeden Fall jetzt mal weitergehen. Vielleicht finden wir noch woanders irgendwie was zu essen. Moment mal. Hey, das ist der Club der Popelgrünen Masken. Den kennen wir. Da sind wir doch Mitglied. Die haben doch bestimmt was zu essen für uns. Da werden wir auf jeden Fall direkt mal hinlaufen. Der Loro Fanclub. Mitglieder 1. Bitte fass mich nicht an. Jawohl, hier sind wir richtig. Der Club der Popelgrünen Masken. Hier ist doch irgendeine Kiste. Lol, hier ist Grundstein drin. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hey, meine Freunde, habt ihr irgendwas zu essen für mich? Drücke den Knopf. Ich glaube, mich muss auch mal jemand drücken. Denn ich habe noch immer keinen Kuchen. Und das macht mich traurig. Ah, nein. Meuterei, was ist das denn? Das sind Zombies. Wir bekommen einen Hungereffekt. Hunger 2, Hunger 3, Hunger 4. Ich habe doch schon Hunger. Ach, komm schon. Schnell zubauen, schnell zubauen, zubauen, zubauen. Ha, was wollt ihr tun? Die Zombies haben Grundstein abgebaut? Das ist nicht dein Ernst. Schnell zumauern. Nein, geh weg. Alter. Aber so intelligent scheinen sie nicht zu sein. Sonst würden die natürlich auch die anderen Blöcke kaputt machen. Ich glaube, das sind Loro-Zombies. Die sind ziemlich doof. Nein, sie haben die Mauer durchbrochen. Nein. Ah. Jedes Mal, wenn ein Zombie spawnt, bekommen die irgendwelche Waffen. Je häufiger die uns angreifen, desto größer wird der Hungereffekt. Das ist richtig böse. Und vor allen Dingen können sie auch einige Blöcke zerstören. Wie zum Beispiel Grundstein. Natürlich. Da muss ich nachher noch mit dem Pöppel ran. Das geht wirklich gar nicht. Da ist Big Mac. Und er wird von einem Papageien gejagt. Was? Was zum Teufel? Nein, Papagei. Lass Big Mac in Ruhe. Da hat er nichts getan. Lass ihn. Lass ihn. Fass ihn nicht an. Dieses dicke Gummibärchen darf man nicht jagen. Das muss man aufessen. Noms. Okay, hier haben wir jetzt noch ein Restaurant. Hier steht sogar ein Schild. Schildkröten müssen leider draußen bleiben. Das haben sie nur wegen mir aufgehängt. Ich werde jetzt trotzdem mal hier reingehen. Hier ist die Küche. Die müsste auch irgendwas zu essen haben. Ich will Kekse haben oder Kuchen. Habt ihr nichts im Kühlschrank? Ah! Ich will keinen Wackelpudding. Guck mal, wie schnell der ist. Ich bin doch kein gelber Flummi. Hier, was? Das Ding bekommt Kinder. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Kann es sein, dass euer Wackelpudding ein paar Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum war? Habt ihr nichts anderes in der Küche? Ah, nicht noch so ein Ding. Was? Nein. Bitte was? Warum? Wieso kommt aus einem Magma Cube ein normaler Slime? Na warte, den kaufe ich mir. Komm her. Die Schleimwanderung ist wieder da. Schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ah, die spawnen Lava. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Schleimbälle können sich klonen und haben einen Mörder-Knockback. Und die Magma-Würfel können Schleime erzeugen. Solche Riesenpopel. Und spawnen Lava, wenn sie kaputt gehen. Alter, das geht doch nicht. Schleims, die sich wie Karnickel vermehren. Was zum Teufel? Also, ich habe auf jeden Fall noch eine Peak 7 im Ärmel. Denn jetzt werden wir, liebe Freunde, ja, mit dem Aufzug nach unten fahren. Denn hier unten befindet sich noch ein Schwimmbad. Und ganz ehrlich, jeder... bitte was? Hallo? Nein! Was ist das denn jetzt? Wieso ist hier ein Silberfisch? Warum? Kann man Silberfische eigentlich essen? Die knacken so komisch, wenn man drauf beißt. Die können sich auch vermehren. Willst du mich veräppeln? Nein, nein. Alter, jetzt sind's 4. Das kann nicht sein. Die machen mich voll aggressiv, die Dinger. Endlich. Jetzt habe ich den Hund geschlagen. Das wollte ich nicht. Okay, pass auf. Hier haben wir jetzt noch die Schwimmhalle. Da werden wir mal ganz kurz reingehen. Wir haben hier sogar 2 Umkleidekabinen. Hier, das müsste für die Schildkröte sein. Da laufen wir jetzt einfach mal durch. Wir wollen ja nicht wirklich baden. Wir wollen lediglich einfach nur was zu essen haben. Lol, guck mal hier. Hier platschen schon einige Quietschentchen im Wasser. Das ist ja cool. Können die überhaupt schwimmen? Naja, Fett schwimmt oben. Lol, hier gibt es eine Massage. Mit Kuchen. Werde ich hier mit Kuchen eingerieben oder was? Das ist doch eine Falle. Ich sehe es doch ganz genau in deinen Augen. Ach nee, der hat gar keine Augen. Egal, wir probieren es einfach mal. Was haben
damit zu verlieren. Oh cool, hier haben wir sogar eine Massagebank. Soll ich mich jetzt hier einfach auf die Massagebank legen? Ah, nein, doch nicht dahin. Ich will keine Akupunktur. Was ist das für ein Skelett? Der hat eine Nahkampfwaffe und einen Bogen. Dein Ernst? Geh weg, geh weg, geh weg. Ha, nein. Was hast du denn für Zuckungen? Ich habe auch Zuckungen. Soll ich dir die mal zeigen? Hier. Wenn wir etwas weiter wegstehen, dann schießt er mit dem Bogen. Sollten wir etwas näher rankommen, dann haut er mit der Axt. Hier. Seht ihr das? Geh mit deiner Spitzhacke weg. Ich bin kein Goldblock. Ich glaube, das mit dem Kuchen, das wird heute nichts. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Den Kuchen haben wir jetzt leider nicht bekommen. Dennoch hat mir das Video richtig viel Spaß gemacht. Weitere ganz tolle Schwierigkeiten, die noch viel härter sind, findet ihr direkt auf dem Bildschirm. Einfach draufklicken und loslachen. Demnächst geht es dann weiter mit Trollboss und einem neuen Update der Ice and Fire Mod mit Drachen und einiges mehr. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Ich freue mich auf weitere Abenteuer mit euch. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich will Kuchen.